Guten Abend aus dem Studio Augsburg mit dem heutigen Thema Todesstrafe versteckt im EU-Vertrag. Karl Albrecht Schachtschneider, Professor im Ruhestand an der Universität Nürnberg-Erlangen, erklärte über die Einführung der Todesstrafe durch den Lissabon-Vertrag in einem Interview mit Focus Money im August 2009. Die Grundrechtscharta ermöglicht ausdrücklich die Wiedereinführung der Todesstrafe im Kriegsfall oder bei unmittelbar drohender Kriegsgefahr. Aber auch die Tötung von Menschen, um einen Aufstand oder einen Aufruhr niederzuschlagen. Auf die Frage von Focus Money, ob nicht aber die Charta die Todesstrafe verbiete, entgegnete er: Maßgeblich dafür ist nicht Artikel 2 Absatz 2 der Charta, der die Verurteilung zur Todesstrafe und die Hinrichtung verbietet, sondern die in das Vertragswerk aufgenommene Erklärung zu diesem Artikel, die aus der Menschenrechtskonvention von 1950 stammt. Nach Artikel 6 Absatz 1 unter Abschnitt 3 EUV in der Lissabonner Verfassung werden die Rechte, Freiheiten und Grundsätze der Charta gemäß den allgemeinen Bestimmungen von Titel 7 der Charta, in dem die Auslegung und Anwendung derselben geregelt ist, und unter gebührender Berücksichtigung der in der Charta angeführten Erläuterungen, in denen die Quellen dieser Bestimmungen angegeben sind, ausgelegt. Focus Money wollte daraufhin wissen, warum dies so umständlich sei, woraufhin Schachtschneider erwiderte: Eben um diese Tatsache zu verschleiern. Den Abgeordneten wird ja nur der ohnehin schwer verständliche und viel zu lange Vertragstext vorgelegt. Diese Aussagen von Albrecht Schachtschneider lässt uns aufhorchen. Und es stellt sich uns die Frage, bei wie vielen Gesetzen nicht schon Abgeordnete zugestimmt haben, ohne ihren tatsächlichen Inhalt zu kennen und ohne wirklich selbst dahinter zu stehen. Aus diesem Grund ist es unverantwortlich, sich nur einseitig zu informieren. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Aufstände in Deutschland. Wir beschäftigen uns mit der Frage: Baut die Bundeswehr eine Übungsstadt zum Niederschlagen von Volksaufständen? Schnöggersburg, so heißt die neue Stadt, welche die Bundeswehr für ca. 100 Millionen Euro in der Kolbitz-Letzlinger Heide in Sachsen-Anhalt errichten lässt. Es wird alles aufgebaut, was eine Stadt ausmacht. Häuser, Wohnblöcke, Fabriken, Hochhäuser, ein Stück U-Bahn, ein Autobahnzubringer, Teile eines Flughafens und sogar ein Krankenhaus. Das Ziel ist, Einsätze im städtischen Umfeld zu trainieren, da heutzutage Konflikte in erster Linie nicht mehr im freien Feld, sondern in Ortschaften stattfinden. Erstaunlich ist jedoch, diese Stadt ist typisch deutsch bzw. europäisch und entspricht nicht dem Bild, das die Soldaten in Afghanistan oder Mali antreffen. Soll hier nicht vielmehr für den Ernstfall, das heißt im Fall von Unruhen in Deutschland und in europäischen Großstädten, trainiert werden? Was haben wir zu erwarten? Seit 1997 unterhält die USA eine Privatarmee bezahlter Killer, die überall für das gute Geld eingesetzt werden kann. Sie stellen eine wachsende Bedrohung für die Freiheiten dar, die US-Amerikaner gewohnt sind. Deutschland hatte 1919 schon eine Privatarmee. Und heute haben wir eine bezahlte Armee, seitdem der deutsche Wehrdienst abgeschafft worden ist, wo die Menschen aus Liebe zu Geld oder aus Mangel an anderen Fähigkeiten beliebig eingesetzt werden können. Wie zum Beispiel in ausländische Krisen- oder Kriegsgebiete. Das unterscheidet die Bundeswehr nicht mehr von einer Privatarmee. Solche Privatarmeen entstehen in anderen Ländern auch, sodass Deutschland im Falle eines Volksaufstandes zum Beispiel Soldaten aus einem anderen Land einsetzen kann, die dann weniger Hemmschwelle zum Schießen hätten. Der Lissabonner Vertrag erlaubt und ermöglicht hier, mit scharfer Munition zu schießen. Was haben wir zu erwarten? 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 Null Toleranz bei innerer Sicherheit, meine Damen und Herren. Von der Öffentlichkeit bislang völlig unbemerkt, soll der Begleittext des umstrittenen Gesetzes zur Bekämpfung von Terrorismus, TBEG, abgeändert werden. Öffentlich geäußerte Kritik an der deutschen Bundesregierung
macht Bürger künftig zu Terrorverdächtigen, die jederzeit insgeheim legal überwacht werden dürfen. Wer Menschen gegen die Regierung aufstachelt, ist künftig ein Terrorverdächtiger. So steht es im Regierungsentwurf für die Verlängerung der Befugnisse aus dem Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz. Unter dem Begriff des Aufstachelns werden im Gegensatz zu früher jetzt auch friedliche Protestformen erfasst und in die Nähe des Terrorismus gerückt. Beispielsweise das bloße Befürworten von Aktionen, Sitzblockaden und journalistischen Kommentaren mit einer unterstellten geistigen Wirkung. Über unsere Politik, die uns immer mehr überwacht, ohne dass es die Mehrheit mitbekommt, machte Udo Ulfkotte folgenden Ausspruch. Politik ist die Kunst, die Bevölkerung so schnell über den Tisch zu ziehen, dass die Menschen denken, die dabei entstandene Reibungshitze sei Nestwärme. Null Toleranz bei innerer Sicherheit. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der DDR gibt es offensichtlich neue Hoffnungen, dass sich die SED nun doch zu einem Dialog über Reformen bereit findet. Auf Stadt- und Bezirksebene gab es bereits erste Kontakte. So traf sich in Dresden Oberbürgermeister Berghofer mit Oppositionellen, die ihm einen Forderungskatalog für mehr Freiheiten unterbreiteten. Berghofer soll sich nach Angaben aus Kirchenkreisen für eine Änderung des Wahlmodus in der DDR ausgesprochen haben und auch zugesagt haben, dass alle festgenommenen Demonstranten freigelassen würden, die keine Gewalt angewandt hätten. Die Gespräche in Dresden sollen am kommenden Montag fortgesetzt werden. Noch mehr gehen die Hoffnungen auf eine Wende zum Besseren von Leipzig aus. Dort haben führende SED-Funktionäre einen Dialog zwischen Staat, Partei und Gesellschaft gefordert und dort blieb die bislang größte Massendemonstration seit 1953 unbehelligt von der Polizei. Die evangelische Kirche sprach bereits von einem bemerkenswerten Sinneswandel der Staatsführung. Wir sind das Volk, wir bleiben hier, ertönt es aus der Menge. Vor 6 Wochen waren es noch 500, die nach dem wöchentlichen Montagsgebet in Leipzig für demokratische Reformen auf die Straße gingen. Gestern Abend waren es 70.000. Ein Riesenaufgebot an Sicherheitskräften war in der Stadt konzentriert, griff aber nicht ein. Bürgerrechtsgruppen hatten aufgerufen, auf jegliche Gewalt zu verzichten. Die Demonstranten befolgten den Aufruf. 3 SED-Bezirkssekretäre und der Chefdirigent des Gewandhausorchesters Masur versprachen in einer über Lautsprecher verlesenen Erklärung, ihre ganze Kraft und Autorität für notwendige Veränderungen einzusetzen. Friedlich löste sich die Demonstration auf, Demonstranten diskutierten mit der Polizei und den angerückten Betriebskampfgruppen. In Ostberlin versammelten sich 3000 Demonstranten vor der Getsemane-Kirche, wo am Sonntagabend noch eine ähnliche Demonstration auseinandergeknüppelt worden war. Sie forderten Reformen und die Freilassung der Inhaftierten. Auch hier hielt sich die Polizei zurück. Vereinzelt berichteten heute sogar Zeitungen der gelenkten SED-Presse über die Ereignisse in bisher unbekannter Sachlichkeit. Zehntausende seien auf die Straße gegangen, schrieb die Leipziger Volkszeitung. Die nicht genehmigte Demonstration sei friedlich verlaufen. Das Blatt brachte außerdem eine Erklärung des Gewandhausorchesters und ihres Chefs, dass die Zeit für einen sinnvollen Dialog gekommen sei. Dass diese Demonstrationen möglich waren und dass darüber auch noch berichtet werden kann, in Blättern der DDR, gilt vielen hier als ein, wenn auch noch schwaches Zeichen, dass sich doch noch etwas ändern könnte.
Toleranz bei innerer Sicherheit, meine Damen und Herren. Gut, Bunkermoll. Ja, Sie sind jetzt eingesetzt als Sicherungssoldat auf dem Flugplatz. Ja, auf einmal kapern Terroristen Ihr Flugzeug. Handeln Sie. 2 Feuerstöße, feuerfrei. Wo soll ich ihn halten? Darf ich da unten fassen oder wärst du? Nein, der Schulterstütze wird angefasst. Hier Brocken am Boden. Alles klar. Und jetzt kurze Feuerstöße. 2 Feuerstöße will ich sehen. 2 Feuerstöße. Hier 2 kurze. Sicherheit? Gut, Bunkermoll. Terroristen sind tot. Ja, Sie sind jetzt in der Bronx. Ein schwarzer Van hält vor Ihnen. 3 Afroamerikaner steigen aus und beleidigen Ihre Mutter aufs Gröbste. Vor jedem Feuerstoß will ich ein lautes Motherfucker hören. Ja? Handeln Sie! Jawohl. Motherfucker! Motherfucker! Lauter! Was? Lauter! Weiter geht's! Motherfucker! 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 Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens.
Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. 12. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt: absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.